Ja, hier ist ein Buch, das gerade jetzt im Frühling erschienen ist. Die Seele der Pflanzen. Das bin ich übrigens, gell? Und die mit wunderschönen Fotos von Frank Brunke, der ja manchmal stundenlang da ist bei einer Pflanze, um den Geist der Pflanze auf die fotografische Platte zu kriegen. Also ich finde, es ist ein wunderschönes Buch von Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen. Wir sind da nicht in exotische Länder gereist. Also das freue ich mich, dass dieses Buch wieder da ist.